Seit Weihnachten gibt es durch die Öffnung des Skigebietes und der wintersportlichen Aktivitäten hier am Semmering einen großen Ansturm. Wie hat man denn das jetzt schon halbwegs unter Kontrolle bringen können, beziehungsweise worin liegt denn jetzt noch das Problem? Ja, die Weihnachtsfeiertage haben uns schon sehr viel Publikum am Semmering beschert. Zum einen hat man im Bereich des Zutritts zu den Bergbahnen, also zur Kabinenbahn, hat man insofern Verbesserungen gemacht, dass die Absperrzäune aufgestellt wurden, Absperrgitter aufgestellt wurden, dass die Leute dort nicht, die Skifahrer nicht in einer Traube stehen, sondern wirklich geordnet in Bahnen Zutritt finden. Es wird von Securities geregelt, also Securities und auch die Alpinpolizei ist vor Ort, damit Abstände eingehalten werden. Wirklich der Familien dürfen natürlich beisammenstehen, das ist klar, aber alle anderen brauchen einen Abstand von 1,5-2 Meter. Das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, werden die Skifahrer aufgefordert. Und es ist ausschließlich möglich, den Zutritt mit FFP2-Masken. Pflicht, das heißt, ich war gerade vor Ort, die Skifahrer tragen wirklich die FFP2-Masken und wenn sich jemand weigert, wird er sofort aus dem Gelände verwiesen. Also es gibt nur einen Zutritt und eine Beförderung von der Kabinenbahn mit FFP2-Masken. Bei Ihnen im Hintergrund sieht man direkt den Happy Lift mit sozusagen den Anfängern bzw. hauptsächlich den Kindern. Und daneben ist auch die sogenannte Bahnhanswiese, wo man einen enormen Rodelspaß normalerweise erleben kann. Da hat man sich aber jetzt schon Abhilfe verschafft. Man sieht, es ist eingezäunt. Warum war denn das notwendig? Also die Rodelwiese auf der sogenannten Bahnhanswiese ist eine Attraktion, die es seit Jahrzehnten gibt. Die Leute aus nah und fern wissen das. Vor allem Familien mit Kindern kommen irrsinnig gern her, weil es frei zugänglich ist. Man verlangt keinen Eintritt, es kostet nichts. Damit ist auch der Andrang dementsprechend groß. Am 24. vor allem am 25. Dezember hat es einen enormen Andrang gegeben, wo wirklich eine relativ große Anzahl an Rodlern und Bobfahrern auf der Wiese unterwegs waren. Wir haben uns dann entschlossen, in der Nacht von 5 auf 26. die Wiese mit Absperrgitter zu zäunen. Am 26. war dann ein Security vor Ort, der nur so viel Personen Einlass gewährt hat, was die Fläche hergibt, das heißt 10 Quadratmeter pro Person. Das Rodeln und Bobfahren war auf der Wiesn dann überhaupt kein Thema, das war geordnet, das war wirklich entsprechend den Covid-19-Bestimmungen. Nur hat es im Zutrittsbereich, also in der Warteschlange davor, hat es eben doch eine Menschenkette gegeben, dann vor 100 Meter lang, wo natürlich trotz Aufforderung durch Security und Polizei Abstände einzuhalten, Maskenpflicht, hat sich dann ganz einfach zu größeren Gruppierungen gekommen und wir haben uns dann relativ rasch entschlossen, die Rodelwiese zu versperren. Das heißt, die Gitter stehen noch immer, sie wird von Security leider bewacht, also es findet niemand Zutritt und wenn der Andrang an Menschen, an Rodelfahrern so bleibt in den nächsten Tagen, dann sehen wir uns außerstande, die Rodelwiese wieder zu öffnen. Absperrungen gibt es nun auch zum Thema Parkplatz. Das war ja auch ein sehr großes Problem. Die Leute haben natürlich wie wild geparkt, nicht nur auf dem dafür vorgesehenen Parkplatz, sondern entlang der Straße. Da hat man sich nun auch schon Abhilfe verschafft. Können Sie uns da einen Überblick geben? Ja, normalerweise passen Absperrgitter nicht zu einem Fremdenverkehrsort, vor allem nicht zu einem Kurort, wie wir am Semmering sind. Aber es ist halt derzeit der Andrang so groß, dass wir uns ohne Absperrgitter nicht mehr helfen können. Das Thema war in den letzten Tagen und in der letzten Woche, dass entlang der Landesstraße, die uns schon in die Steiermark führt, links und rechts der Fahrbahn ein sogenanntes Wildparken entstanden ist. Das heißt, man hat wirklich links und rechts der Straße, der Landesstraße geparkt. Die Autokolonne war zum Teil 1,8 Kilometer lang. Also man kann sich dann vorstellen, wie viele Personen dann aus dieser Autokolonne auf den Semmering strömen. Wir rechnen so mit 1300, 1500 Personen sind dann wirklich auf den Semmering geströmt. Haben dann die steirischen Behörden um Mithilfe ersucht, weil das nicht mehr in unserem Einfluss liegt in Niederösterreich. Und mittlerweile, es hat vor einer Stunde circa begonnen, haben der Straßendienst, der steirische Straßendienst hat begonnen, Absperrgitter entlang der Fahrbahn oder entlang den Fahrbahnen aufzustellen, dass das Parken wirklich beiderseits der Landesstraßen jetzt verhindert wird. Einiges an Abhilfe hat man sich schon verschafft. Gibt es noch andere Initiativen, die jetzt noch umgesetzt werden müssen, die vielleicht schon angefangen wurden, in Bewegung kommen müssen, damit man halt diesen großen Ansturm hier auch wirklich bewältigen kann? Natürlich auch schon im Hinblick auf den kommenden Feiertag. Ja, wenn die Besucher auf den Semmering strömen, sind sie da, also da können wir nicht wirklich viel mehr verhindern. Was wir am Sonntag gemacht haben, dass wir
Die Hochstraße, das ist eine ganz wichtige Einfahrt in die Ortschaft, wurde dann am Samstag schon begonnen, die Hochstraße beiderseits zu verparken. Es war dann die Zufahrt für die Einsatzfahrzeuge nur mehr ganz, ganz schwer möglich. Und wir haben uns dann am Sonntag entschlossen, dass wir die Hochstraßen sperren. Also die Einfahrt wurde gesperrt von beider Seiten. Nämlich zum einen, dass die Einsatzfahrzeuge jederzeit in die Hochstraßen einfahren können, weil sonst Gefahr in Verzug besteht. Und natürlich auch die Anrainer müssen zu den Häusern zufahren können. Wir haben ja relativ viele Zweitwohnsitzer, die jetzt während der Weihnachtsferien am Semmering den Urlaub verbringen. Und für die Zweitwohnsitzer müssen wir natürlich für eine geregelte Zufahrt sorgen. Also das haben wir am Sonntag schon umgesetzt, diese Sperre. Und ich denke, wenn jetzt morgen der Streifen oder die Streifen entlang der Landesstraße in die Steiermark wirklich das Parken verhindert wird mit diesen Absperrgittern, dann wird der Druck auf die Gemeindestraßen natürlich durch das Parken immer größer und dann werden wir voraussichtlich noch am Morgen wieder die Hochstraße sperren müssen, wenn der Besucherstrom so bleibt. Was wir natürlich auch immer wieder appellieren, bevor man auf den Semmering fährt, bitte erkundigen, ob es ein Kontingent an Karten gibt am Hirschenkogel, wie es mit den Zufahrtswegen ausschaut, Verkehrsdienst horchen, Nachrichten horchen. Es gibt laufend Durchsagen in allen Radioprogrammen, wie die Zufahrtsmöglichkeiten auf den Semmering ausschauen. Und wenn man schon hört, dass die Zufahrt schleppend ist oder stockend ist, oder so wie es am Sonntag war, wenn man knappe 1,5 Stunden von der S6 Abfahrt bis auf die Passhöhe braucht hat, dann soll man sich vielleicht doch überlegen, ob man nicht auch andere Gebiete aufsucht. Es gibt herrliche Wandergebiete im südlichen Niederösterreich, die vielleicht sogar näher noch von Wien zu erreichen sind. Nicht so wie der ZIP-Moderator gesagt hat, rund um Vösendorf ist es schön. Nein, das meinte ich nicht damit, sondern Ausläufer vom Wienerwald oder der Buckelige Wöld oder der Föhrenwald. Es gibt so viele schöne Gebiete, wo man wirklich ausweichen kann und wandern kann. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Sie haben es vorhin bereits angesprochen, wenn die Leute kommen, dann kommen sie, dann sind sie da. Das freut natürlich einerseits, dass es überhaupt möglich ist, dass man hier den Skibetrieb abhalten kann. Wie ist denn das für Sie? Haben Sie da auch Verständnis dafür, dass es die Leute nach draußen zieht, dass es die Leute in den Schnee zieht? Naja, natürlich, ich habe volles Verständnis dafür. Wir sind in der Natur gewohnt, also wir können von der Haustür rausgehen, haben können wandern, eine Stunde, zwei Stunden spazieren gehen, ohne dass uns jemand begegnet, weil wir die Örtlichkeiten kennen. Ich verstehe das natürlich, dass wenn man in der Stadtwohnung sitzt und vielleicht mit Kindern und schon lange im Homeschooling, im Homeoffice sitzt, dass man heraus will, dass man in den Schnee will, habe ich volles Verständnis dafür. Nur, wir sind normalerweise froh um jeden Gast, der auf den Semmering kommt. Wir sind ein Wintersportort und wir freuen uns auf die Gäste, nur jetzt ist halt der Ansturm doch ein bisschen zu groß und jetzt auch mein Appell, dass man vielleicht auch woanders hin ausweicht und auch vielleicht woanders hin ein bisschen in die Natur geht. Abschließende Frage noch anknüpfend an das davor Gesagte. Der Ansturm, wie gesagt, ist groß. Es gibt ein Kontingent, man muss das Ticket online kaufen und damit gekoppelt ist natürlich auch die Parkplatzkapazität. Das heißt, das wäre dann kein Problem. Jetzt gibt es eine Mobilfunkdatenerfassung, die zeigt, dass sich abseits vom generellen Gebiet, das heißt nicht bei den bei der Seilbahn oder bei den Kabinen, bei den Liften, bei der Rodelbahn, fast die dreifache Anzahl von Leuten tummelt. Wie kann denn das sein und was machen die überhaupt? Also gehen sie dann wandern oder rutschen sie am nebengelegenen Hügel hinunter? Wie kann man sich das vorstellen und wie ist das überhaupt möglich? Gibt es eventuell diesbezüglich auch schon einen Plan, wie man dagegen vorgehen kann? Ja, zum Eingang Ihrer Frage, also das Skifahren und Rodelfahren am Hirschenkogel ist ausschließlich mit Online-Ticket möglich und jeder, der ein Online-Ticket vorweisen kann, findet auch Einlass in den Parkplatz. Also jeder, der ein Online-Ticket hat, kann auch parken, wird auch von Securities geregelt. Überwiegende Teil, der halt dann nicht am Hirschenkogel Sport betreibt, ist dann spazieren gehen, wandern im Bereich der Passhöhe, Bob fahren, Rodel fahren. Es werden jetzt alle Böschungen der Straßen oder alle kleinen Fleckerlwiesen werden jetzt da besucht von diesen Besuchern und die ganz einfach halt rutschen wollen und ein bisschen rodeln wollen. Und das sind dann genau die Personen, die Sie angesprochen haben, mit dem von der Erfassung der Mobildaten, die sich dann im Bereich der Passhöhe aufhalten.
Konzept. Natürlich, wir versuchen halt, dass man Gefahrenquellen so gut wie möglich beseitigt, dass man Stützmauern oder Steinschlichtungen, wo es einen Absturz gibt von 2 bis 3 Meter, dass man dort versucht, mit Netzen zu sichern. Nur wir sind in einer Gebirgslandschaft, man kann nicht alle steilen Böschungen oder alle Gefahrenbereiche beseitigen. Es liegt dann natürlich auch in der Eigenverantwortung der Rodler und der Bobfahrer, dass man halt schaut, wo man tatsächlich dann erodelt.